Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, ein weiteres Kaiser hat den Weg zu mir gefunden. Ich habe dieses Messer vor, ich weiß nicht genau, vielleicht fünf, sechs Wochen würde ich sagen ungefähr, bestellt. Da war es schon nicht mehr lieferbar, aber als ich den Preis gesehen habe, habe ich gesagt, das Ding musst du dir holen. Es handelt sich um ein Modell aus der Original-Reihe und zwar um das Original Titanium XL. S35 VN Klinge mit einem Stonewashed Finish, Titan Griffschalen und Buttonlock-Verschluss. Ja, ihr seht schon, Titan Time. Heute ist Titan Time. Ich habe hier ein bisschen mit ein paar Titan. Ein bisschen mit Titangier dekoriert. Ja, dieses Modell habe ich bei Knivestock entdeckt, wie gesagt, vor 5, 6 Wochen ungefähr. Und da lag das Teil tatsächlich bei 99 Euro. Und da habe ich einfach gesagt, da kannst du gar nicht anders. Da habe ich dann nochmal schnell ein bisschen was rausgehauen und habe gesagt, so jetzt bestellst du es dir. Wie gesagt, musste halt, da stand auch Lieferzeit 4 bis 8 Wochen. Habe ich halt schon mitgerechnet, dass das auch ungefähr so lange dauern wird. Ich denke mal, mit 6 Wochen bin ich da, glaube ich, ganz gut bedient. Ja, aus der Premium-Reihe, daher in ja, diesem Karton hier mit den beiden Flügelklappen, mit den beiden Magnetflügelklappen. Das packen wir mal beiseite. Ja, schauen wir mal rein. Wir haben hier zwei Sticker dabei. Einmal das Kaiser-Logo. Oh, der ist ordentlich stabil. Und was haben wir hier noch? Ein Chili Pepper. Ja, das ist ja auch ein Modellname von Kaiser. Chili Pepper, ich glaube, das ist auch, gibt es zumindest, mich richtig erinnere, auch in der CPM-Version. Ich glaube, mit CPM 3V. Ja, mal gucken. Ja, der ist auch dabei. Dann das übliche bisschen Paperwork. Wir schauen da mal rein. Ich frage mich, wer da wirklich regelmäßig, wer sich das wirklich immer anschaut. Also ich, ab und zu gucke ich mir das auch mal an, aber längst nicht immer. Ja, ihr habt hier noch ein Tüchlein dabei. So, und da ist dann das Messer. Hier noch ein Päckchen Ersatzschrauben. Sehr schön. So, das packen wir mal zurück. Das auch. Wir packen erstmal das Messer aus. Kommt hier in so einer recht stabilen Plastiktüte mit einem Stück Klebestreifen zugeklebt. So, packen wir mal alles zurück. So. Da ist es nun. Hier in einem Frag-Pattern. Das XL gibt es in vielen, vielen Versionen. Das gibt es mit Micarta-Griffbeschalung. Das gibt es, ich glaube, auch noch in einer anderen Titan-Variante. Mit G10. Ne, G10 nicht. Ich verlinke euch mal den Bezug, beziehungsweise nicht dieses Modell direkt, sondern die Auswahl, die Knivestock da bei dem Modell X Original XL hat. Da, wie gesagt, da sind etliche Versionen bei. Ja, die Micarta-Version mit dem 1,54 cm-Stahl, glaube ich, deutlich günstiger. Da liegt er so um die 50 Euro, 50, 60 Euro. Wie gesagt, ob das jetzt immer noch 99 Euro kostet, weiß ich nicht. Aber ich, wie gesagt, ich verlinke euch den Bezug zu diesen Modellen und dann könnt ihr da selber mal schauen. Ja, ein wunderschönes Messer. Sehr schön gearbeitet. Alles Achtertalks. Wie schon beim vorigen Modell, was ich euch vorgestellt hatte, beim Hyper, da ja ebenfalls, bis auf die eine Schraube innen für den Clip. Ansonsten auch alles Achtertalks, hier genau das gleiche. Finde ich sehr schön. Der Clip in dem gleichen Oberflächenpattern wie die Griffschalen, auch sehr schön gemacht. Deep Carry. Schrauben versenkt, wirklich
Gut gemacht. Auch, ja, wenn ich das richtig sehe, könnten auch Achtertalk sein, vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt kein Bitset hier, um das auszutesten, obwohl, doch habe ich. Moment. Ich habe ja hier immer meinen kleinen Burschen hier am Gürtel. Gucken wir mal. Da ist der richtige. Hier, wie gesagt, auch. Jawohl, Achtertalks. Und dann gucken wir mal hier. Nee, tatsächlich, das sind keine Achtertalks. Ja, nee, das sind Sechser. Okay, also am Clip haben wir wieder Sechser-Talks. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Das Ganze hier mit zwei Standoffs im hinteren Bereich hier vorne. Die Verschraubung ist wieder für dieses, ja, ich nenne es mal für dieses kleine, für diesen kleinen Liner, der den Buttonlock hält. Ansonsten das Ganze hier nicht mit Platinen unterlegt, eine reine Titankonstruktion. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, sehr schöne Action auf jeden Fall. Schöne Klinge, Stonewashed Finish. Wie schon erwähnt, hier haben wir mal kein Kaiser-Logo auf der Klinge, sondern tatsächlich nur, ihr seht das hier, nur gemarkt mit Kaiser, einer Seriennummer. Kein Logo, wie gesagt, auf der Rückseite nur den Stahl gemarkt, S35VN. Und oben auf dem Klingenrücken, wie schon beim Kaiser Hyper, der Modellname Original Titanium X. L. Ja, sehr cool gemacht. Das Ganze läuft sehr fein aus. Ich würde mal schätzen, hinter der Phase haben wir hier auf jeden Fall unter 0,5 mm. Das müssten so vielleicht 0,43, 0,45 mm, irgend sowas in dem Bereich sein. Wir haben einen fast voll hochgezogenen Flachstift, lediglich hier oben dieses kleine Stück unterm Klingenrücken nicht flach geschliffen. Also ich würde mal sagen, so 95, 96%. Flach geschliffene Klinge im vorderen Bereich, Vollflachschliff. 3 mm Klingenstärke haben wir hier. Das Ganze, wie gesagt, ein Buttonlock-Modell, der funktioniert wunderbar. Ihr könnt das auch über die Daumenpins, wie gesagt, öffnen. Gucken, ob das von hinten auch funktioniert. Jawohl, wunderbar sogar. Der Button selbst ohne Jimping oder irgendwelche anderen Texturen fühlt sich trotzdem gut an, funktioniert wunderbar. Klingenstand sehr gut mittig, gefällt mir gut. Wie gesagt, lässt sich wunderbar über die Daumenpins öffnen, aber auch über den Buttonlock. Super Fidget Action, also richtig, richtig gut gemacht. Der Clip. Der hat eine super Spannung. Der ist nicht so, also das ist jetzt auch kein 3D-gefräster Clip, wie man das sonst so von Titanmessern kennt. Das erinnert eher so von der Struktur und auch vom haptischen, so auch wenn man den halt mal hochzieht, an so einen ganz normalen Stahlclip. Bin aber der Meinung, dass das ein Titanclip ist, aber der ist wirklich sehr gut gemacht. Deep Carrier, wie gesagt, und super Spannung. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Der gefällt mir. Oh, ist vielleicht nicht so gut, wenn ich das hier mache. Gleich da ein Kratzer im Titan. Also wirklich sehr gut gemacht, der Clip. Der gefällt mir optisch sehr gut, weil er, wie gesagt, das gleiche Pattern, das Frag-Pattern wie die Griffschalen hat. Und er ist halt nicht, ist halt nicht dieser typische 3D-Clip, der hier hinten halt noch eine dicke Wulst hat, sodass es eben nicht Deep Carry ist. Und der ist auch nicht so stramm und hart wie die meisten Titan-Clips, die man so kennt. Der ist wirklich schön. Also der gefällt mir richtig gut. Schön gemacht. Noch cooler, glaube ich, wäre es gewesen, wenn der in einer Linie mit dem anderen Muster verlaufen würde. Andererseits, wenn ich mir das so angucke, eigentlich auch ganz cool, wenn das vielleicht doch nicht ganz so uniform und geradlinig ist. Ja, cool gemacht. Gucken wir uns mal kurz die Maße von dem Messer an. Ich muss mal hier ein bisschen was beiseite packen. So, dann schauen wir mal. Hat relativ kompakte Abmessung, also ist jetzt kein riesengroßer Klapper. Wir gucken mal, die Gesamtlänge haben wir hier, na,
18,5 cm ungefähr. Dabei entfallen circa, ja, bisschen mehr als 8 cm auf die Klinge, effektiv scharf ungefähr 7,5 cm. Gucken wir uns noch das Gewicht an. Durch die Volltitan-Konstruktion ist das Ganze natürlich schön leicht. Ja, also das merkt man schon, wenn man es in der Hand hat. Wie gesagt, mit ein bisschen über 18 cm jetzt kein riesiger Stachel, auch nicht wirklich klein. Also kompakt will ich es auch gar nicht wirklich nennen. Das ist irgendwo zwischen kompakt und normaler Größe. Dieses XL bezieht Kaiser, wie gesagt, auf dieses Modell selbst, nicht unbedingt auf die tatsächliche Größe. So, wir schauen mal. 102 Gramm. Ja, für ein Messer der Größe, denke ich, ist das immer noch sehr in Ordnung. Wir haben hier, wie gesagt, eine recht stabile Klinge. Die Titanplatinen sind relativ stark, aber wie gesagt, wenn man es in der Hand hat, merkt man es halt auch, ne? Also es ist dann schon recht kopflastig. Die Klinge wiegt hier auf jeden Fall deutlich mehr als das Griffelement. Ja, also wenn ihr das in der Hand habt, könnt ihr mal gucken, wo hier der Schwerpunkt liegt. Aber ich würde mal vermuten, ja, also wenn ich es hier so ein bisschen wackeln lasse, also man merkt schon, die Klinge hat schon ordentlich Gewicht, es ist aber, macht sich jetzt beim normalen in die Hand nehmen, beziehungsweise wenn ich jetzt mal so, ja, das ist völlig in Ordnung, also nicht zu kopflastig, der Griff nicht zu leicht und die Klinge nicht zu schwer, immer noch ein relativ ausgewogenes Verhältnis, sodass man damit gut arbeiten kann, würde ich sagen. Ja, was gibt es da noch groß zu sagen zum Ersteindruck? Also von der Verarbeitung her auf jeden Fall absolut klasse, dieses Messer. Top-Materialien, die Kaiser hier gewählt hat mit dem S35VN und dem Titan. Tolles Pattern hier auf den Griffschalen, mal was anderes. Ja, Achter-Torx, wie gesagt, finde ich sehr gut. Richtig cool wäre es gewesen, wenn sie die am Clip auch noch benutzt hätten. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Ansonsten das Ganze, wie gesagt, sehr, sehr ordentlich. Kommt sehr scharf ab Werk. Ja, da ist keine Unebenheit. Da ist alles ganz, 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 ganz glatt auf der Phase, auf der Schneidkante. Die ist auch, gucken, ob wir das hier eingefangen kriegen. Ja, die ist auch sehr sauber und ordentlich gearbeitet. Schönes Klingenfinish, ja, also rundum ein gelungenes Messer, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie sich das im Alltag schlagen wird, aber ich gehe mal davon aus, schon aufgrund dieser Gesamtkonzeption, Buttonlock, fein ausgeschliffene Klinge, S35VN-Stahl, das sollte ein richtig cooler Slicer sein, der auch lange die Kante hält. Und der ihm sicherlich gute Dienste leisten wird und dazu noch ein echter Hingucker ist. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Das Optische spielt bei dem oder spielte für mich zumindest beim Kauf von diesem Messer auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Das muss man klar sagen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich denke dran, dass ich euch den Bezug in der Videobeschreibung verlinke. Und dann wird es auch irgendwann demnächst nochmal ein richtiges Review dazu geben, wo ich euch dann nochmal möglichst genau mitteile und zeige, auch mit Praxisaufnahmen, wie sich das gute Stück geschlagen hat. Ja, das war's zum Kaiser Original Titanium XL. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo freue ich mich auch sehr. Schreibt mir was in die Kommentare, was ihr von dem Teil haltet. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.